wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn? Wir haben 10 vor 3 und sind jetzt gerade am Siegburger Bahnhof. Um 3.07 Uhr kommt unser Zug und dann fahren wir nach Köln. Und von Köln nehmen wir dann den Zug weiter nach Mainz. Ich hoffe, das klappt alles, weil in Köln haben wir nur 10 Minuten Zeit, den Zug zu erreichen. Und wir müssen das Gleis noch wechseln. Also es wird noch eine knappe Angelegenheit. Ja, ich bin jetzt auch nur mit dem Jerry unterwegs, weil dem Gerrit, also ist halt Folgendes passiert, ist mit dem Fuß in eine Biene reingetreten und hat also wirklich einen dicken Fuß. Ist jetzt natürlich ziemlich doof. Und deshalb, der passt in keinen Schuh rein und das hat sich jetzt erstmal erledigt. Also was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, ist aber Folgendes. Es gibt auch eine gute Nachricht. Dienstag, am 30. Da fahren wir durch Würzburg oder an Würzburg vorbei. Und die Andrea fährt dann mit dem Gerrit, bringt ihn nach Bonn zum Hauptbahnhof. Dort in den Bus, in die Bahn rein mit seinem Fahrrad und allem Möglichen und wir holen ihn dann in Würzburg ab und dann fährt er wieder mit. Also da freuen wir uns aber auch drauf, aber weil er war jetzt echt am Boden ein bisschen zerstört und sagte, oh, so ein Mist. Aber der Arzt sagte, bis Dienstag hat sich das alles wieder erledigt und er kommt dann nach. Gut, wir werden jetzt mal weiterschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch viel filme, also insgesamt natürlich schon, aber jetzt gleich sind wir ein bisschen im Stress mit der Bahn. Okay, alles klar. Wir wünschen euch was und jetzt geht's los. Viel Spaß mit uns. Ciao. Tschö. Hallo zusammen. Ja, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs und haben jetzt Mainz gut verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Und hatten eigentlich jetzt gedacht, so, weil es war eben alles so stockfinster und hatten gedacht, es wird jetzt hier richtig regnen, aber das ist Gott sei Dank hat sich das verzogen und wir haben echt ein schönes Wetter. Also richtig blauer Himmel. Alles gut und toll. Nee, und deshalb habe ich mich auch gar nicht so gemeldet. Wir haben eben ein Päuschen gemacht bei, ich weiß jetzt gar nicht, Jerry, wo haben wir das Päuschen gemacht? Flörsheim? Ja, glaub schon. So kurz hinter Flörsheim. Ich glaube unter der A3, richtig. Unter der Brücke der A3, weil es angefangen hat zu tröpfeln und ein bisschen am Nieseln. Aber das hat sich jetzt ganz gut verzogen. Also wie gesagt, wir haben blauen Himmel, es ist warm. Es ist sowieso schwül, aber es ist auch egal. Nein, und ich glaube, Frankfurt sind jetzt noch 14 Kilometer. Ne? So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich mich natürlich öfters melde, weil ich war jetzt hier noch ein bisschen am Rumprobieren, wie ich das jetzt mache mit
Mikrofon und allen drum und dran. Das war auf dem Liegerad für mich ein bisschen einfacher. Ich muss das jetzt mal ein bisschen mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Der Jerry meinte schon, du bist aber wenig am Filmen. Nein, ich übe noch. Okay, alles klar. Wir machen weiter Strecke und wir sehen uns später. Ciao. So, wir sind jetzt auf dem Weg in großen Schritten nach Hanau, haben Frankfurt hinter uns gelassen und ein leckeres Eis natürlich, weil Eis geht ja immer, und sind in 9 Kilometer in Hanau. Und ja, wir haben jetzt gleich 60 Kilometer und wir haben noch keine 1 Uhr. Also ich denke mal, wir sind ganz schön gut unterwegs. Mit dem Filmen muss ich jetzt hier mal gucken. Also ich bin hier gerade noch am Lernen. Ich habe jetzt die Kamera einfach in der Hand und habe das Ganze ein bisschen hier verbunden. Moment, ich zeige es euch. Also da drin ist das ganze Kabel und geht dann auch wieder rein, raus. Und dann an meiner Brust hängt das Mikrofon. Nein, ansonsten, Jerry und ich, wir sind ein bisschen platt. Weil wir haben gar nicht geschlafen, weil ja der Zug sehr früh gefahren ist, und sind aber auch froh, wenn wir halt am Campingplatz sind. Ansonsten muss ich sagen, ist der Mainradweg sehr gut zu befahren. Toller Belag teilweise, wirklich richtig klasse, bist schnell unterwegs und nee, macht wirklich Spaß und macht Laune. Also gerne mehr. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir lang müssen. Wir müssen nach Hanau, und zwar, jo, richtig, der Weg selber, so was man mitkriegt, das ist, finde ich, also auch sehenswert.
war irgendwo war ein Storch und wir auch ein Storch. Hoiuiui. Und dann sind wir irgendwie Kilometer weiter gefahren. Das war so die Brücke, wo wir Pause gemacht haben, kurz davor, unter der A3. War es dann halt so gewesen, da waren, ich weiß nicht, 15 oder 16 Störche, also schon richtig Knaller. Nein, das Einzige, was so, ja, so kurz vor Frankfurt und ein bisschen hinter Frankfurt. Ich meine, da kann Frankfurt jetzt gar nichts für. Es waren wahnsinnig, wie am Samstag, wahnsinnig viele Menschen unterwegs. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist etwas anstrengend, ne? Aber alles machbar. Gut, wir werden jetzt noch ein paar Kilometerchen machen. Machen gleich auch noch mal eine Pause, weil wir wollen nicht zu früh am Campingplatz sein. Und dann würde ich hier lieber noch mal am Main was sitzen und hoffen, dass wir beide nicht einschlafen. Alles klar, ich melde mich. Wir sehen uns. Ciao. Ja, wir sind hier kurz vor Hanau und direkt am Mainradweg haben wir jetzt was entdeckt, weil wir wollten gerade noch ein Trinkpäuschen machen, weil es ist jetzt wirklich warm. Und das nennt sich Uferkunst. Sieht total stark aus, also ganz viele Skulpturen aus Holz. Also echt cool, schaut mal. Finde ich super. Wir machen es uns jetzt hier an diesem wunderschönen Bänkchen, an dieser wunderschönen, obwohl, nee, das sind Bänkchen, drei Bänkchen. Machen wir es uns jetzt bequem und werden mal was trinken. Bis später. Ja, wir sind jetzt in Großkrotzenburg und haben den Mainradweg verlassen. Und ja, weil wir halt zu unserem Campingplatz möchten. Der ist wohl an den Kahler Badesee. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wir haben 3:15. Es ist natürlich noch sehr früh. Hätten bestimmt noch 2 Stunden fahren können. Wir wussten nicht, dass wir so gut durchkommen. Ich meine, auf der einen Seite sind wir wirklich platt, ne? Also das muss man auch mal sagen. Ja, aber da wir nicht wissen, durch die Umstände, die wir ja im Moment haben, kann es sein, dass wir auf anderen Campingplätzen halt nicht gerade willkommen sind, weil wir halt nicht vorgebucht haben. Also bleiben wir jetzt auf dem Campingplatz, das ist auch völlig in Ordnung und werden noch einen schönen Tag genießen. Ich glaube, wir werden schlafen. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Campingplatz.
Ja, hallo. Wir haben jetzt 7:45. Wir haben gegessen, wie ihr eben mitgekriegt habt. Haben ein bisschen gekocht. Was heißt gekocht? Also wir haben Nudeln. Ah doch, gekocht. Ja gut. Wir wollten eigentlich nur sagen, war eine schöne Tour heute. Hat viel Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt auf morgen. Weil morgen ist, glaube ich, in Großwaldstadt. Da holt uns der Freddy ab und lädt uns zum Grillen ein. Ich bin mal gespannt. Das ist auch ein YouTuber. Und wir haben ein bisschen telefonischen Kontakt, beziehungsweise er kennt mich aus YouTube. Und ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall wollen wir uns dann treffen. Und er hat gesagt, ach, ich lade euch zum Grillen ein. Also ich freue mich total drauf. Ich bin mal gespannt, aber davon sehen wir morgen mehr. Wir werden jetzt noch ein bisschen Durak spielen. Jerry macht schon die Karten parat und dann zieht er mich eh über den Tisch. Ich kenne die Regeln nicht mehr. Also er kennt die Regeln nicht mehr, aber ich. Nein, und dann gucken wir einfach mal. Also, wie gesagt, habt einen schönen Abend. Wir werden ihn jetzt auch ausklingen lassen und ich denke mal, spätestens um 21 Uhr fällt hier der Hammer. Also für uns. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Thank you.